Es ist schon wieder 14 Uhr, Tag 3 in unserem Livestream und wir haben unseren nächsten Gast hier, Rolkery. Das ist korrekt, ja. Und du hast uns eine Weltneuheit mitgebracht, die jetzt auf das Spiel das erste Mal erhältlich ist. Ist das so richtig? Es ist eine Europapremiere. Und der Grund, warum es eine Europapremiere ist, ist, weil an der Weltpremiere, an der Gen Con in den USA, hat das Spiel vom Tag 1 einen Hype ausgelöst. Leute sind an den Stand gerannt, wollten das sehen und da haben wir uns entschieden, als Vertriebspartner von der Firma Foxmind in Deutschland, dass wir das hier zeigen wollen und auch in einer noch englisch-französischen Schachtel verkaufen. Aber ist ja sehr sprachneutral. Aber sehr sprachneutral, aber wir haben eine deutsche Anleitung, zumindest eine erste Acht. Und sodass Deutschland das Spiel erleben kann. Ja, also gibt es jetzt exklusiv auf das Spiel und ist dann aber direkt danach noch nicht im Handel. Das ist korrekt. Kommt dann erst im ersten Quartal nächsten Jahres. Genau, so ist es. Alles klar. Ja, Maze Racers, worum geht's? Ja, Maze Racer kann man eigentlich nicht einkategorisieren, weil es ist eben etwas komplett Neues, etwas völlig Innovatives. Aber es nimmt natürlich Elemente von verschiedenen Sachen auf. Vielleicht aus der Kindheit kennt man noch dieses Labyrinth da, mit den Rädern und so. Das kommt drin vor. Und heutzutage will man ja alles bauen, selber machen und das ist auch hier wieder sozusagen ein wenig ein Sandkastenspiel im weitesten Sinne. Bei dir, vor dir liegt ja dieses leere Spielbrett und das hat jeder Spieler. Das ist ein Duell, ein Bauduell im weitesten Sinne, ein Rennduell. Und beide Spieler haben zuerst ein solches leeres Brett vor sich, haben die entsprechenden Wände jeder und dann Teile, genau, in zwei Farben, genau. Und dann beginnt es fast schon. Wie wird jetzt festgelegt, dass genau. Eingang und Ausgang von da müssen sich die beiden Duellanten noch einigen. Danach können sie dann gegeneinander spielen. Also man entscheidet, in welchem Quartal, in welchem Viertel man startet. Das aber wäre wie grün. Ist das da platziert? Das ist völlig frei. Genau. Sagen, und hier dann geht's los oder hier unten geht's los. Genau, oh. Absolut. Und dann fängt mein Labyrinth schon an. Richtig, genau. Also man einigt sich, in welchem Viertel startet, in welchem Viertel ist der. Ist das Ende. Ja. Ja, und dann geht es eigentlich schon los. Aber auf Nein, Radio, nein, noch nicht. Zeit? Nein, nicht auf Zeit. Das wir kommt haben dann alle später. Ruhe, können wir erstmal im Labyrinth tüfteln. Es gibt in der Regel so eine Empfehlung in der eigentlich erweiterten Version, dass man sagt, man sollte mal 7 Minuten bauen und ab dann kommt was ich gleich erkläre. Und man kann aber auch ganz eine andere Zeit abmachen. Je nachdem, wie clever, wie verzwickt, wie vertüftelt man dieses Labyrinth bauen möchte. Ja, weil es hat halt noch einen Twist drin. Weil jeder würde jetzt vermutlich sagen, ja, da brauche ich ein einfaches Labyrinth, da bin ich ganz schnell. Und der andere macht irgendwas, der kommt nicht nach. Ne, so ist es nicht. Was passiert denn? Es ist so, sobald ein Spieler, und wir machen jetzt Zeitraffer, ich habe fertig gebaut, dann drehe ich die Uhr um. Du warst ganz schön schnell. So, Jan, und jetzt hast du noch eine Minute Zeit. Ah, weil dein Labyrinth schon fertig go, ist, go, habe go, ich jetzt go. Nur noch eine Minute Zeit, genau. Mein Labyrinth zu bauen. Ja. Ich habe jetzt okay, ready to race ich gesagt. Ich muss improvisieren. Ganz, ganz schnell, bitte. Und okay, und nehmen wir mal an, die Zeit wäre dann abgelaufen. Ja, und genau, richtig. Dann ist das Labyrinth halt so, wie es ist. Genau, es ist so, wie es ist. Wichtig ist, dass das Labyrinth funktioniert. Ja. Ich habe dafür so einen Spacer, nennen wir den, und da kann ich einmal durchfahren. Ne? Funktioniert das alles hier so? Ah, das ist die Breite von der Kugel. Ja, geht da wirklich die Kugel durch, überall und so? Überall muss sie nicht durch, es muss nur einen nee, Weg geben. Es muss nur geben, einen oder? Weg geben. Also es gibt da ganz gemeine Bauer, die bauen ein Labyrinth, da sieht man, hat man das Gefühl, der Weg geht direkt bis ins Ziel. Ah, da beginne ich mal. Und kurz vor dem Ziel hat es eine Verengung und dann Mist. Ich muss wieder zurück. Ich muss den Weg suchen. Und manchmal ist ein ganz einfacher Weg gebaut worden, der aber nicht offensichtlich war. Aber da kommen wir ja gleich dazu. So, ich würde sagen, die Minute ist jetzt abgelaufen. Was? Und jetzt kommt eben der originelle Twist, weil du dachtest natürlich, du darfst jetzt dein Labyrinth fahren. Ne? Ich habe es befürchtet. Aber es ist natürlich so, wir tauschen unsere Labyrinthe. Du bekommst meines, ich bekomme deines. Okay, jetzt geht so, und jetzt Kugel geht an den Start. Auf 48 mal gucken, los. Ob du dieses von grün, von grün nach rot und zurück nach grün. Und der erste ist, der hat das Spiel gewonnen. Ich Achtung, fertig, los. Ja, wie soll ich denn da hoch? Tja, Da war es wohl zu eng. Da war es wohl zu eng, genau. Richtig.
da war es wohl zu eng, da stimmt was nicht, da habe ich was übersehen, genauso wie ich es erzählt habe. Da unten war es nämlich ganz einfach. So, ich bin bei Rot und wieder zurück. Ich bin drin. Hey, siehst du? Was ist das? Ich bin voll in deine Falle getappt. Über den großen, weiten Platz einfach direkt rein. Voll in deine Falle getappt. Nur Fake-Labyrinth. Genau. Ich mache halt jetzt direkt meine Zukunft werde ich deine Labyrinthe ganz genau analysieren, weil ich weiß jetzt, dass du richtig gemein spielst. Ne? Genau, ja, das ist Maze Racer. Maze Racer für 2 Spieler. Man kann es auch in einer 4-Spieler-Variante spielen, dann bauen 2 zusammen. Mhm. Und dann ist es so, dass auf dem Hinweg ist der eine Spieler dran, auf dem Rückweg der andere Spieler dran, mit der Kugel. Ja. Mhm. Aber es ist per se ein klassisches Duell, was ultra kreativ ist, was auch dazu führt, dass natürlich Leute vor allem Labyrinthe bauen, das dann auf Facebook posten und dann sagen, are you ready to race my maze? Ja? Also das ist Maze Racer. War auf der GenCon großer Erfolg? War auf der GenCon ein Riesenhype drumherum, ganz genau. Und auch bei uns auf dem Stand ist ziemlich die Hölle los für das Spiel. Super. Ja, Maze Racers.